Hallo und herzlich willkommen zum Duschen-Reparier-Simulator. Wir sind jetzt erfolgreich Geschäftsfrau und dürfen in Häuser reingehen und kurz mal mit dem Schraubenstock da dreimal gegenklatschen und dann ist wieder alles heile. Das machen wir immer so. Nein, also wir sind natürlich, wer hätte es gedacht, in der Full House Challenge. Und ich mache jetzt mal auf schnell. Damit unser lieber Damien jetzt hier auch mal, hier ist noch Licht an, ha. Damit der dann auch mal wieder von der Arbeit kommt, ich wollte gerade sagen, und auf Toilette geht, aber in der Sekunde hat natürlich die Blase schon gesagt, nein, ich werde mich auf der Arbeit entleeren. Der ist echt dreckig, oder, der Typ? Entsetze, ja. Ich ersetze das jetzt einfach mal so. Und werde dann eine erfrischende Dusche ihm gönnen. Dann kann er nämlich aufwischen mit Elan. Ich glaube, der hat wieder ein bisschen Sport getrieben, oder? Seinem Körper nach zu urteilen. Er ist auf jeden Fall nicht mehr so dick. Warum liegt die Wäsche jetzt hier rum? Sind oben die Wäschekörbe ganz voll? Naja, egal. So, dann darfst du alles ernten. Saubere Wäsche. Mensch, irgendjemand hat die saubere Wäsche vom Boden ja wieder aufgehoben. Und vielleicht gemerkt, dass das vielleicht doch ein bisschen eklig ist. Oh nein, ich muss die Blumen mal wieder von Käfern befreien. Die Käfer, die ja sofort alle Blumen haben. Ich finde das voll nervig, ne? Einer hat und alle haben. Darum kaufe ich gern diese Kübel und stelle die ein bisschen auseinander, damit das eigentlich nicht passiert. Aber ich finde, es sieht schöner aus, wenn die so aneinander stehen, die Kübel. Wobei man die Pflanzen ja eigentlich auch im Keller anbauen könnte. Dann wären das ganz besondere Kellerdrachenfrüchte. Unsere Kellerkinder. Ich finde ja cool, dass man zumindest in Apartments sich dann halt auch solche Pflanzen anbauen kann. Aber ich finde es dann komisch, wenn die dann mit der Gießkanne die Blumen gießen, dass die dann irgendwann anfangen, das ganze Ding hier einzusauen, den ganzen Boden. Ich meine, dass man in der Natur nicht darauf achtet, ob man jetzt zufällig daneben mit der Gießkanne oder nicht, ne? Okay. Aber im Apartment sollte man doch darauf achten, dass man diesen verdammten Pflanzkübel trifft und nicht den Boden. Und dann habe ich auch nur ganz kurz mit der Gießkanne mal neben das Ding hier gegossen und plötzlich ist da so eine Riesenpfütze. Oh nein, jetzt haben die hier auch Käfer. Aber er sprüht ja gleich den ganzen Garten gegen Käfer ein, ne? Du brauchst dich jetzt nicht zu dehnen. Fänd's cool, wenn man so ein Anti-Käfer-Zeug kaufen könnte. Das fände ich echt geil. Ich würde dafür auch so Geld bezahlen oder regelmäßig Geld. Wer wurde befördert? Moment. Claire wurde befördert. Nee, Phyllis wurde befördert. Zu Romanautorin. Ja, der ganze Garten hat Käfer, ne? Das regt mich voll auf. Sie verdient jetzt 55 Simoleons mehr pro Stunde. Hat einen Bonus erhalten. Geil. Ja, sehr schön. Langsam wird's. Wow, also Damien, du kümmerst dich um den ganzen Garten. Wunderbar. Phänomenal. Du nimmst dir morgen erstmal einen freien Tag, würde ich sagen. So. Urlaubstag nehmen, Technikguru. Level 7 Gartenfähigkeit. Das ist echt das, was wir hier am meisten, am schnellsten hochkriegen werden. Ich sag euch das. So, was ist jetzt hier? Der Teppich guckt da rein, oder was?
Oh. Ups. Dann war der Teppich halt so ein bisschen, hat übergeguckt, aber das ist ja kein Problem. Oh, ich hasse diese Käfer. Ich weiß nicht, ob ihr schon gehört habt, dass das so ist. Aber das dauert halt ewig, bis man das endlich mal auf die Reihe gekriegt hat, die Käfer einzusprühen. So, und dann darfst du... Okay, weiterentwickeln lassen wir jetzt mal. Aber du darfst ein Abendessen servieren, und zwar Grillkäse, das geht schnell. Und dazu guckst du dann am besten den Kochkanal. Ich finde ja geil, dass die dadurch auch einfach Spaß bekommen. Ist schon ziemlich cool gemacht. Ach, heute ist ja schon Donnerstag. Ich nehme ja eigentlich immer alles erst am Wochenende auf. Aber am Wochenende habe ich gar nicht so die Zeit dafür, leider, muss ich echt gestehen. Was machst du jetzt? Du trottest hier richtig müde und motiviert. Sieht auch lustig aus mit diesem Blümchen hier, ne? Zum Fernseher. Ja, naja, auf jeden Fall am Samstag bin ich nachmittags oder ab nachmittags auf einem Spieleabend. Und am Sonntag bin ich ab Nachmittag bei meiner Mutter. Und da hat man nicht ganz so viel Zeit dann aufzunehmen. Und ich wollte ja auch noch ein bisschen Diablo spielen und so. Deswegen habe ich jetzt ja auch nicht so gestreamt die Tage oder so. So, sie bedient sich einfach am Grillkäse. Ist kein Problem, mach das ruhig. Wir stellen das Ding mal hier hin. So. Naja, und heute? Also heute war es echt angenehm. Wir hatten erst um 11.30 Uhr Unterricht. Und Claudius auf dem Klo. Aber wir auch gleich. So, wir hatten erst um 11.30 Uhr Unterricht. Und um 15 Uhr schon Feierabend. Naja, was heißt schon Feierabend? Also wir hatten dann Feierabend um 15 Uhr. Also ganz normal, halt so Schultag. Sonst haben wir ja immer später. Also wir haben immer so mega lange. Claire wurde befördert zu Fluchtwagenfahrerin. Cool. Sie hat einen Bonus bekommen und einen Goldbarren. Das ist auf jeden Fall das, was man braucht. So, ich habe überlegt, dass wir... Übrigens mal diese geilen Betten kaufen, weil ich glaube, das ist auch noch so ein Billigbett, was er hier hat, oder? Nee, das ist schon eins von den besseren. Wobei das hier, aber es ist halt so ein Frauenbett, ne? Das hat halt echt Energie, Stress, Unbehagen, gemildert 10. Und die anderen, die sind gleich um einiges schlechter. Das finde ich halt schon echt kacke. So, zu Trockner hinzufügen. Wenn wir schon mal dabei sind. Ja. Ja, auf jeden Fall bietet sich der Donnerstag dann an, sich nachmittags dann nochmal hinzusetzen und aufzunehmen. Ja. Zum Season-Start. Also beim nächsten Mal muss ich das besser timen, dann nehme ich gleich wieder so viel auf Vorrat auf. Also meistens mache ich das ja so, dass ich irgendwie sowieso mal so ein Spielflash habe und dann irgendwie so ein paar Folgen Sims auf Vorrat habe oder was anderes auf Vorrat. Flusenfilter reinigen und Wäsche trocknen. Und dann darfst du schlafen gehen. Mensch. Du hast ja einen Urlaubstag, ne? Ja, er ist im Urlaub. Sehr schön. So, dann darfst du nämlich ein Virus programmieren. Warum höre ich einen Hund bellen? Ich frage lieber nicht. Natürlich ist jetzt der Trockner kaputt, was auch sonst. Aber er übt hier schon fleißig, das finde ich ganz gut. Jetzt habe ich vergessen, mit der Katze zu gucken. Habe ich das gerade eigentlich schon mal gesagt? Ey Leute, ich bin echt so durch, ne? Ehrlich gesagt, im Moment. Also ich nehme gern auf, ich spiele auch gerne, aber... Also meine Gehirnleistung am Nachmittag, was? Eine bedeutende Firma hat den Jingle von Claudio gekauft. Ein solider Preis für eine solide Arbeit. Okay. Alles klar. Der Bohrmaschinen-Jingle. Mhm. Wer auch immer sich einen Bohrmaschinen-Jingle unbedingt, wer das haben möchte. Oh, wir haben hier schon 8 Dings.
Nein, stopp. Du rufst erstmal bei der Arbeit an und sagst, dass du heute frei nimmst. So, unser Businessman macht Urlaub. Weil, guck dir mal an, was der hier noch alles machen muss. Hey, Geschäftsanrufe tätigen. Swartzlazuni, Squire Borbehay. Wie macht man das denn? Skizna Ploshi, Barugi Payun, Zaruga. Shanika Fabizi. Okay, was auch immer. Geschäftsanrufe. Was hat er jetzt? Rückenschmerzen. Ach, der hat ja noch das Gammelbett, ne? Dem können wir jetzt aber mal ein besseres Bett kaufen. So. Ich habe ja hier noch so Belohnungen. Den Goldbarren. Wir verkaufen jetzt den ganzen Kram hier. Boss-Schreibtisch. Ey, komm. Das kriegt er jetzt. Das passt hier so rein. So. Was haben wir hier? Eiskiste. Ist das nicht die, die wir unten auch stehen haben? Direkt in die Charts. Der Musikpreis. Okay, den stellen wir ihm jetzt mal trotzdem mit hier hin. Es ist ja seins. So halt. Jetzt, ich will den Kühlschrank da natürlich nicht stehen lassen. Boah, geil. Inspirierendes Dekor. Was haben wir hier jetzt stehen? Den hier, ne? Jo. Da weiß ich, was wir jetzt als erstes mal verkaufen und austauschen. Nämlich den geilen Kühlschrank. Den war dank der Kochkarriere von... Ich weiß gerade nicht, wer von denen hier Koch war. Offiziell. Sie war Koch, ne? Olivia. Olivia muss das gewesen sein. Ach so, wir wollten ihm ja noch ein Bett kaufen, ne? Jetzt klauen wir ihm ein Bett. Oder sein Bett. Und dann entsetzen, genau. Ersetzen wir den nicht. Den nicht. So, ich glaube aber, das passt irgendwie auch ein bisschen zu Victor. So. Ich finde, das kann man hier reinstellen. Das ist ja eins von diesen teuren Betten. Ich finde, das passt ja. So, und so einen Fernseher könnt ihr nochmal gebrauchen, einen neuen. Ich meine, dieses kleine Popelteil will ja keiner haben. Und einen neuen Computer könnte er auch gebrauchen. Aber wir machen jetzt erstmal hier den Fernseher. Und ich muss erstmal gucken, was der Computer überhaupt kostet. 3300. Der bringt nur 600. Dann lassen wir dem das da mal stehen und liegen. Ja, würde ich so sagen. Und, ja, wie lange ist denn der Grillkäse noch haltbar? 3 Stunden. Dann nimm dir mal davon ein. Oh, die räumt auf. Die ist echt geil drauf, die Alte. So, wer kümmert sich eigentlich um den Garten? Das ist jetzt eine gute Frage, oder? Müssen wir gleich mal gucken. Also gießen müssen wir den auf jeden Fall. Gegen Käfer ist ja mal wieder alles eingesprüht, aber das hält ja leider jetzt nicht bahnbrechend lange. Aber hey, das wird schon. Das wird schon. So. Auf jeden Fall, gut, er darf dann die Blumen einmal bewässern. Oh, ein Tantinenbericht. Ja, die haut echt rein, ne, mit ihrem Zeug da. Dann darfst du auf jeden Fall Schach spielen. Aber du gehst jetzt erstmal in den Garten, gießt die Blumen. Unser Streber, ey, der Geschäftsmann, der richtig serious hier Blumen gießt. Er lächelt dabei auch noch, ja. Und pfeift. Immerhin wird er nicht so übergewichtig wie die anderen.
Aber ihn könnten wir zum Ausgleich auch mal irgendwie aufs Fitnessband oder so stellen, dass er auch sich mal daran gewöhnt, Sport zu treiben und das dann von sich aus vielleicht mal macht. Warum um alles in der Welt ist die Toilette so mega dreckig und das Waschbecken und es steht hier so ein Glas? Warum? Wie ist das passiert? Gut, ich hinterfrage das, meine ich. Ne? So, Phyllis muss dann zur Arbeit. Das kann die dann auch gerne tun. Okay, es geht nicht anders. Ich muss es jetzt nochmal säubern. So, dann verwendest du das. Nimmst eine erfrischende Dusche und dann darfst du Schach spielen. Und danach müssen wir mal gucken, ob wir das Charisma irgendwie hochbekommen von ihm. Eigentlich müsste man es ja Charisma aussprechen, ne? Weil es ja ein CH ist. Aber ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, es Charisma zu nennen. Weil wenn man hier mal guckt, ne? Charisma, ja. Man sagt ja auch Chemie und nicht Chemie oder Chemie. Man sagt ja auch nicht Charisma. Hat er hier so eine schöne Pfütze. Aber egal, das kann auch mal jemand anders machen. Er hat sich ja extra freigenommen. So. Dann darfst du mal Schach spielen. Das machst du ja so gern. Sie grillt da schon irgendwelche Tofu-Sachen wahrscheinlich. Ich lache sie jetzt aus, wenn das nicht vegetarisch ist, was sie da macht. Alte! Hopp oder Topf. Lucien testet die Küche eines neuen hippen Restaurants, aber alles schmeckt nach Spülwasser. Das Küchenpersonal scheint nicht genügend Acht zu geben. Verreist Lucien oder lobt er die Küche, um den guten Ruf nicht zu ruinieren? Wir verreisen es, wir sind ehrlich. Es ist Tofu, okay. Lucien schreibt eine vernichtende Kritik, die heißer ist als das lauwarme Essen im Restaurant. Die Community reagiert überwältigend gut. Alle sind froh, dass einmal jemand den Mumm hatte, die Wahrheit zu sagen. Leistungsverbesserung mittelgroß, oh geil. Wir haben dem Restaurant einfach gezeigt, was für ein Gammel-Restaurant das war. Pff, diese Bäume werden uns ja gar nicht mehr angezeigt. Das ist auch echt geil. Und dafür werden wir im Internet noch gelobt. Warum hat der verspielte Klamotten warme Kleidung? Kleidung zum Tragen, die frisch getrocknet wurde, ist wie eine warme Umarmung, die niemals endet. Okay. Ich weiß ja nicht, ob man so einen Anzug, den er da anhat, in den Trockner macht. Ich weiß ja nicht mal, ob der normal gewaschen wird in der Waschmaschine. Das wäre cool, wenn die in diesem Waschtag-Accessoire-Pack mit einbezogen hätten, dass es so verschiedene Kleidungstypen gibt, die irgendwie auch unterschiedliche, schmutzige Zeit, die unterschiedliche Anforderungen beim Waschen haben. Ich meine, wenn die zum Beispiel ihre Bettwäsche waschen, die muss dann ja auch irgendwann mal bei 60 Grad gewaschen werden oder sollte, damit die Bakterien da rausgehen und damit das halt nicht anfängt zu stinken und so, ne? Schließe die Fenster und Türen, denn Damien hat weltweit ein Virus verbreitet. Die raffinierte Software hat ihm bereits 161 Simoleons eingebracht. Wow. Also, habe ich hier vergessen, die Leute fleißig arbeiten zu lassen? Ja, Logik. Logik dauert ja irgendwie immer ein bisschen länger. Aber beim Charisma bin ich auch mal gespannt, wie lange wir da brauchen. So, Victor hat auch Geld verdient an seinem freien Tag. Das ist echt toll, Victor. Du bist echt ein toller Typ. Ja. Oh, er macht sauber. Das ist ja nett. Die Tofu-Hotdogs stehen hier immer noch. Statt die dann einfach in den Kühlschrank zu packen, ne? Nein, das bleibt da alles stehen. So, jetzt ist er konzentriert, aber ich werde den Part jetzt gleich beenden. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben.
und ciao und bis zum nächsten Part.